Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Adventskalender-Video. Ihr glaubt nicht, was gerade los war. Ich habe mich an Dummheit völlig übertroffen. Und zwar wollte ich gerade eigentlich ein anderes Adventskalender-Video drehen und ich habe mir dabei nichts gedacht. Ne? Das ist das Problem, wenn man kauft, ohne zu lesen. Ich habe nämlich einen Invisibobble-Adventskalender gekauft und dachte mir, den könnte ich ja öffnen und reviewen. So, jetzt sitze ich hier gerade, ich muss es euch erzählen, ihr habt es wahrscheinlich schon bei Instagram gesehen, sitze ich hier gerade, packe den Adventskalender von Invisibobble aus. Ja, guess what? Was ist denn da drin? Invisibobbles. Ich habe das Video nach 6 Minuten abgebrochen, aber ihr kriegt hier ein kleines Fazit. Falls euch der Adventskalender interessiert und ihr auf Invisibobble steht und ihr die immer verliert, sehr, sehr guter Preis, weil ich glaube, einer kostet 5 Euro, ne? Könnt ihr kaufen, Video gibt's nicht, ist halt völliger Quatsch und da war ich einfach so über meine eigene Dummheit überrascht. Aber ich bin heute hier und habe einen Alverde-Adventskalender, den ich heute mit euch gemeinsam öffnen möchte. Ein sehr, 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 sehr schönes Design und den werden wir jetzt gleich einmal nach und nach auspacken. Auch hier, ihr wisst, meine Adventskalender-Videos sind immer ein bisschen anders. Ich blende euch jetzt eine Zahl ein, wo ihr hinspringen könnt, wenn ihr ein Fazit sehen wollt, ohne zu wissen, was da drin ist. Weil ich finde, das ist halt der Quatsch, also Adventskalender-Quatsch, wenn ich euch sage, das ist drin, das ist drin, das ist drin und ihr euch ihn dann kauft, weil dann ist A die Überraschung weg und B, ne? Aber für manche, die das so haben wollen, so habt ihr alles. Ich sage natürlich auch nicht, in welchem Türchen was drin ist, weil dann ist auch die Überraschung bei euch weg. Also ich probiere euch die Überraschung dazulassen, aber auch so ein bisschen zu nehmen und wir starten. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Jeden Sonntag gibt es jetzt hier ein Adventskalender-Unboxing. Solange es Adventskalender gibt und ich nicht schon wieder einen Invisibobble-Adventskalender habe mit 24 Invisibobbles. Freunde, ich bin da, ich bin gut gelaunt und wir starten mit dem ersten Türchen. Ich muss mich hier mal wieder so ein bisschen umpositionieren, weil ihr kennt meinen Platz hier. Wenn ihr wüsstet, wie das hier aussieht gerade. Ich habe ja schon jetzt 2 Videos, Adventskalender-Videos gedreht. Hier ist einiges an Zeugs. Okay. Ich habe den Adventskalender einmal vor mir ausgebreitet und wir starten mit dem ersten Türchen. Ich habe tatsächlich so gut wie gar keine Erfahrung mit Alverde oder auch Alterra von Rossmann. Diese Naturkosmetik, scheinbar ist sie sehr, sehr gut, aber ich weiß jetzt auch nicht, was hier drin ist. Ich habe tatsächlich auch hier nicht geguckt, was da drin ist. Ist das jetzt nur Pflege? Ist das Make-up? Wir haben auf jeden Fall als erstes hier ein Augen-Roll-On mit Hyaluronsäure. Super cool. Da ist wahrscheinlich auch wieder so eine kleine Metallkugel mit drin. Und vielleicht wisst ihr es nicht, aber alle Produkte aus meinen Adventskalender-Videos gehen ungefiltert direkt an euch. Ich mache wieder zum Dezember 24 Videos und 24 kleine Gewinnspiele auf Instagram. Also folgt mir hier, folgt mir auf Instagram. Und dann verpasst ihr das nicht. Dann gibt es wieder 24 Pakete mit ganz, ganz vielen tollen Goodies. Ich sammle gerade fleißig. Okay, wir haben ein Augenroll-On. Süß ist immer praktisch, wenn man so ist wie ich und um 5 Uhr aufsteht und den ganzen Tag nichts isst und nichts trinkt. Dann haben wir hier, oh, okay. Okay, wartet mal. Das muss ich sagen, finde ich gut, weil üblicherweise ist das in diesen Adventskalendern ja immer so, dass da nur Sachen drin sind, die sich nicht so gut verkauft haben. Alverde hat sich jetzt aber hier gedacht, kommt, wir bringen tatsächlich auch Produkte in einem neuen Design raus. Und das ist natürlich wieder mit Kosten verbunden. Ich weiß nicht, was das gekostet hat. Ich werde es euch eingeblendet haben. Muss ich sagen, sehr, sehr süß. Und auch das Design von dem ganzen Adventskalender ist sehr, sehr schön. Ich stehe so ein bisschen auf so, ich stehe nicht drauf, ne? Aber ich finde das ganz süß. So diese Mistelzweige und kleine Santa-Handschuhe und Ginger, wer ist das? Lebkuchenmänner. Finde ich süß. Okay, eine Handcreme mit Bio-Vanille und Bio-Weidenrinde. Schreibt mir gerne eine Review in die Kommentare zu den Alverde-Produkten. Ich glaube, dass es genauso wie Alterra ist, ist entweder Hit oder ist Miss. Aber ich finde es gut, dass die Drogerien ihre Naturkosmetik-Eigenmarken haben. Es gibt viele Leute, die die reguläre Kosmetik nicht vertragen. Und dass es einen Alverde-Adventskalender gibt, I love. Dann haben wir hier eine Körperlotion, auch mit Bio-Vanille und Weidenrinde. Da rieche ich jetzt mal dran. Habt ihr jetzt nicht gesehen? Riecht gut. Riecht wirklich, wirklich gut. Schöner Geruch. Oh, wir haben noch eine Körperlotion, auch in dieser Travel Size. Aber die riecht nach Lavendel. Ja, riecht halt nach Lavendel, ne? Aber gut. Ja, ich kann jetzt zur Pflegewirkung nicht sagen. Ich packe die Produkte einfach für euch aus und ihr schreibt mir eure Meinung natürlich einmal gerne in die Kommentare. Wir haben hier aber
Eine Nutricare-Spülung mit Mandel und Argan. Das riecht jetzt nicht so gut, aber das ist halt dieses, na, also bei Naturkosmetik ist ja oft so, dass sie auf Duftstoffe verzichten, so künstliche Duftstoffe meistens oder reduziert und dann nicht, das riecht dann halt jetzt nicht nach Frangipani, Zitrus, Vanille und irgendwas. Na, das riecht immer so ein bisschen natürlicher, finde ich jetzt nicht schlimm, wenn die Sachen gut sind. Auf jeden Fall fein damit. Dann haben wir hier eine, oh, das sieht gut aus, eine Haarmaske, Bio-Kurkuma und Orange. Auch hier wieder das Design angepasst. Haarmasken finde ich persönlich immer sehr gut. Und kleiner Pro-Tipp, den habe ich selber gelernt, der kommt nicht von mir, wenn ihr Haarmasken benutzt, nicht Conditioner, Masken, macht die Haare erst nass, weil durch das Nassmachen öffnen sich die Haare, die Struktur der Haare, die Maske kann eindringen und danach den Conditioner, weil der verschließt die Haare wieder. Wenn ihr Haare wascht, Conditioner aufmacht und dann die Maske, das ist Quatsch, weil die Pflege von der Maske kommt nicht in die Haare. Habe ich gelernt, TikTok bringt ein bisschen was. Ich suche meinen Geburtstag. Das ist ja meistens immer eine große Enttäuschung, aber ein Fußpeeling. Könnte ich gebrauchen? Ja, ein Fußpeeling. Ich muss auch sagen, ich weiß es nicht, ne? Das Material von der Verpackung fühlt sich auch immer so ein bisschen natürlicher an, aber ich habe gehört, dass das meistens nur Quatsch ist. Ach doch, nee, stopp. Aber also ich wollte gerade sagen, dass das Material von der Verpackung sich auch recht natürlich anfühlt und ich habe gerade hier gesehen, dass die Tube aus mindestens 50% recyceltem Material besteht. Also die Tube selber, der Deckel nicht, aber da, das ist halt immer so der Trick, ne? Da machen die das dann so rau, dass sich das anfühlt wie recycelt, ist es aber nicht. Und das ist genau das, auch mit diesen, es gibt ja auch so Gummibärchen von Haribo, glaube ich, ne? Die dann diese Papierverpackung haben, das ist kein Papier, das ist so ein bisschen Täuschung, aber ist halt nun mal so. Aber ich finde es gut, dass sie wenigstens die Verpackung zu 50% aus recyceltem Plastik haben. Hier steht es auch, hier ist die Flasche sogar aus 98% recyceltem Plastik. Das ist eine gute Sache, muss ich sagen. Also wenn die da drauf achten, das schließt dann so ein bisschen den Kreis. Weil ich hätte jetzt gedacht, okay, wenn hier alles nur komplett neues Plastik ist und diese Reisegrößen sind noch schlimmer an Plastikverbrauch als diese normalen Größen. Deswegen gibt es ja jetzt auch immer mehr diese literweisen Spülis, um den Plastikanteil zu reduzieren. Klar, es sieht mehr aus, aber in so einer Sprühflasche von, weiß ich nicht, Domestos, ist extrem viel verschiedene Plastikmaterialien drin. Und dadurch, dass es reduziert ist, ist das gut. Und wenn das schon recycelt ist, we stand. Und das ist eine Feuchtigkeitsmaske, Bio-Kaktusfeige und Bio-Vanille, auch sehr süß. Also ich merke schon, das ist hier ein Pflegekalender. Ach nee, das verrutscht, glaube ich. Oh, nee, wir haben eine Mascara gefunden. Ich weiß zwar nicht, wo die jetzt gerade herkommt. Ich glaube, aus der Nummer hier. Eine Mascara. Schreibt mir gerne eine Review zu den Produkten unten in die Kommentare. Sieht gut aus. Das ist die All-in-One, das Multitalent-Mascara. Die soll ein geschwungenes Bürstchen haben und ist auch noch ein Jahr haltbar. Steht drauf. Dann haben wir hier als nächstes wieder ein kleines Sachet. Das ist eine hydrofeuchtigkeitsspendende Maske. Auch das fühlt sich sehr, sehr gut an. Und soll man so ein bisschen ins Gesicht geben können für Feuchtigkeit. Und Calendula ist da auch mit drin. Also vielleicht gebe ich mir mal wirklich, jetzt habe ich ja die Produkte da, so ein paar werde ich mir rausnehmen und die mal testen und euch dann ein Update geben auf Instagram, wie ich mit den Produkten klargekommen bin. Ich habe immer, aber ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht geht es euch ähnlich so. Ich habe immer bei so Naturkosmetik das Gefühl, das ist Quatsch. Weil, also nicht Quatsch, sondern die Wirkung kann nicht so gut sein wie von Chemie. Ist wahrscheinlich totaler Quatsch und zeigt genau, wo das Problem bei uns ist, oder bei mir zumindest, dass wir mit der Ansicht da rangehen. Aber ich probiere es aus. Jetzt habe ich die Sachen da. Okay, wir haben ein Waschgel aus grünem Tee oder mit grünem Tee. Auch hier ist die Tube wieder recycelt. So soll man sich abwaschen mit können. Es sind halt diese kleinen Größen. Aber ich muss sagen, das ist okay. Die Preise sind ja bei den Adventskalendern bei einigen nicht mehr ganz so teuer. Wo ich mich ein bisschen geärgert drüber habe oder hätte, kannst du auch nicht sagen. Erinnert ihr euch, letztes Jahr habe ich einen Dior Adventskalender bekommen. Und der kostet, glaube ich, wenn man sich den kauft, 400 Euro. Und da waren halt viele, viele kleine Größen mit drin. Umgerechnet, ne? Da sind aber auch Produkte drin, die benutze ich heute noch und da kostet die große Flasche 400 Euro. Und wenn man das dann runterrechnet, sind es 40 auf 10 Milliliter, die drin war, dann ging es schon wieder. Aber ich bin auch nicht die Dior-Zielgruppe für
ist es mir egal, ob ich 400 Euro für einen Adventskalender ausgegeben habe. Ne? Deswegen ist mit Reisegrößen ist das okay. Und die kriegt man schneller leer. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich habe halt auch sehr viele Produkte da. Wir haben die passende Fußlotion mit. Die riecht auch nach Vanille und Weidenrinde. Das Packaging ist wirklich, wirklich süß. Hier haben wir ein Schaumbad. Das kriegt Danny von mir. Mit Bio-Brombeere und ein weiteres Schaumbad Bio-Aloe Vera. Vielleicht finden wir noch ein bisschen Make-up. Dann habe ich hier eine Cremedusche Baumwolle und Mandel. Riecht auch sehr gut. Und wir haben hier noch eine Körperlotion mit Bio-Rose. Auch hier rieche ich dran, wenn sie nicht verschlossen ist. Ja, riecht gut. Ich muss sagen, ich bin wirklich überrascht. Also ich habe in meinem chemischen Kopf, habe ich gedacht, das riecht alles gleich und riecht alles so ein bisschen gammelig. Tut's nicht. Und dann ist es für mich auch nur, ich bin so ein Duftmensch, ne? Wenn etwas nicht gut riecht, kann ich das nicht benutzen. Ganz schlimm ist bei mir, wenn ich meine Wäsche gewaschen habe und sie vergessen habe. Manche würden sagen, okay, hängst du raus, lüftest du einmal durch. Sobald die nicht gut riecht, ich kann das nicht tragen. Mir wird wirklich, wirklich schlecht von dem Geruch. Dann haben wir hier eine Handmaske. Kann ich sehr, sehr gut gebrauchen, vor allen Dingen im Winter. Ne? Also man muss schon sagen, das ist so ein bisschen angepasst auch an die kühlere Jahreszeit. Wir haben eine Handmaske, wir haben so ein bisschen Pflege, wir haben was zum Baden, zum Aufwärmen. Sehr, sehr süß. Dann haben wir hier ein Schaumbad Bio-Mandarine. Klingt gut. Eine Pflegedusche, auch Bio-Mandarine. Da können wir jetzt dran riechen. Oh ja, das riecht, oh, kennt ihr bestimmt. Das ist so ein Eis, das kommt in so einer Orange. Genauso riecht das. Wir haben noch eine Pflegedusche Lavendel, ein Nutricare Shampoo, Mandel und Argan. Das hat mir sehr gut gefallen vom Geruch. Oh, eine Lippenmaske mit Bio-Honig, die jetzt nicht extra für den Adventskalender angefertigt wurde. Oft ist es so, wenn alles in einem Design ist und ein, zwei Produkte nicht mit drin sind, dann ist entweder ein Produkt nicht rechtzeitig fertig geworden vor der Abverpackung und man hat einfach ein anderes Produkt mit reingepackt, was völlig in Ordnung ist. Oder das war einfach noch da, finde ich gut, mit Honig im Winter immer gut zu gebrauchen. Hier haben wir noch ein Duschpeeling mit Bio-Ingwer und Zitrone. Auch hier können wir nochmal dran riechen. Auch sehr frisch, ich liebe Ingwer. Kann ich mir gut vorstellen. Diese coole Sachen, wirklich. Hätte ich nicht gedacht. Und hier haben wir eine Fußmaske. Auch die kann ich gut gebrauchen, zu guter Letzt, mit Cranberry und Paranuss. Okay, und das waren tatsächlich auch schon alle Produkte. Hätte ich gelesen, hätte ich, glaube ich, gewusst, dass da kein Make-up drin ist. Finde ich jetzt persönlich aber auch nicht schlimm. Ich glaube, Alverde ist auch eher wirklich mehr auf Pflege gemacht. Ich bin nicht enttäuscht, sagen wir so. Ne? Also hier sind gute Sachen drin, das riecht alles sehr gut. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das unnötig ist, dass da viele Filler drin waren. Wir haben wirklich Full-Size-Sachets, wir haben natürlich kleine Duschgele, aber dafür mehrere, dass man sich so ein bisschen austesten kann. Und vielleicht sind die Düfte auch im Standardsortiment. Und wir haben eine Mascara, also ich glaube, das ist eine gute Sache. Und hier kommt mein Fazit für alle, die vorgeskippt haben. Ich glaube, das ist eine gute Sache, falls ihr eher auf Pflege steht. Ne? Nicht so unbedingt Make-up, sondern auf diese Alverde Pflege. Guten Sachen, riechen alle sehr, sehr toll. Und wenn ich die Zielgruppe für Alverde wäre, mit der Pflege und das gerne mag, würde ich mir das kaufen. Designmäßig super, super süß, muss man sagen. Das ist halt, das wird halt immer so ein bisschen vergessen. Ich schaue mir natürlich auch Videos von anderen an, die Adventskalender auspacken, dass die Entwicklung für ein Produkt, was speziell jetzt dafür gemacht ist, das muss alles getestet werden. Das muss alles eigenständig getestet werden. Sobald hier die Textformulierung anders ist, wenn nur der Duftstoff geändert ist, dann muss es nicht gemacht werden. Aber wenn hier die Zusammensetzung der Inhaltsstoffe anders sind, dann muss für jedes Produkt ein Stabilitätstest, eine Unschädlichkeitsbescheinigung, muss das alles gemacht werden. Das kostet alles einen Haufen Geld. Und das Packaging ist individuell. Finde ich sehr, sehr gut. Ich bin begeistert, ich bin gespannt, was ihr zu den Produkten sagt und ich würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf!